Genau, dann kommt jetzt noch einmal Tom und gibt uns ein kleines Update zur Chatkontrolle. Ja, das Murmeltier ist wieder da und ich höre das Lachen und ja, ich bin auch schon beim Bier und das ist auch nüchtern nur schwer zu ertragen, diese ganze Chatkontrollengeschichte. Ich werde jetzt nicht groß ausholen, worum es sich dabei handelt. Die meisten werden mitbekommen haben, das ist eines der zentralen netzpolitischen Themen der letzten Jahre und wir kämpfen da schon seit geraumer Zeit gegen. Der letzte Stand, der größer in der Presse war oder der größer diskutiert wurde auf dem Kongress und so, war ja, dass es derzeit einfach im Rat, also der Europäische Rat, der, wo die Regierungen in der Europäischen Union zusammensitzen, hängt, weil sich da nicht einigen können. Genau, da gibt es ein bisschen Neues und ja, dazu jetzt vielleicht ein paar Worte. Allerdings ist das tatsächlich nicht die einzige Entwicklung. Genau. Ich muss mal ganz kurz zurückgreifen. Es gibt ja noch die Chatkontrolle 1, die gilt tatsächlich derzeit. Damit hat das Ganze angefangen. Derzeit sind Dienste, insbesondere Microsoft und Meta, dazu berechtigt, durch so eine Ausnahmeverordnung von der E-Privacy-Richtlinie, die eigentlich verbietet, dass private Kommunikation von den Anbietern gelesen und analysiert werden kann, ist es erlaubt derzeit. Das wurde als so eine Übergangsverordnung angekündigt und läuft eigentlich in diesem August, 2024, im August aus. Es wurde damit gerechnet, dass eben die Chatkontrolle, die wir gerade bekämpfen, das Ganze ersetzen würde. Die sind noch nicht so weit. Deswegen haben sich gerade Parlament und Rat darauf geeinigt, diese Ausnahmeverordnung zu verlängern. Und zwar um 20 Monate erstmal. Genau. Es gibt weiterhin sehr massive Kritik daran. Also es war irgendwie klar, dass sie das machen würden. Es war so ein bisschen die Frage, wie lange das Ganze gehen würde. Derzeit laufen auch, also es hat jetzt gerade kürzlich, hat nochmal der europäische Datenschutzbeauftragte oder der Koordinator, wie auch immer, dazu nochmal eine vernichtende Kritik gesagt. Und das geht halt eigentlich gar nicht, dass die Anbieter, dass Microsoft einfach irgendwie sämtliche Mails analysiert. Genau, das ist weiterhin ein Skandal, der bekämpft werden müsste. Es laufen auch zwei Verfahren. Eins von der, also unterstützt von der GFF, die wir eben schon mal hier hatten, und eins von Patrick Breyer. Mal gucken, kann auch sein, dass vielleicht der EuGH das Ganze in den nächsten Monaten auch einfach verbietet, diese Chatkontrolle 1.0. Mal schauen. Genau, jetzt kommen wir aber zur Chatkontrolle 2.0. Genau, einige haben es vielleicht gelesen, das, was ich gerade schon angeteasert habe. Der Europäische Rat. Da gibt es ein bisschen Bewegung. Die belgische Ratspräsidentschaft, also es ist immer so, dass ein Land hat ja die Ratspräsidentschaft, die leiten dann auch die Diskussionen im Rat und die sind dann immer dafür verantwortlich, dass da irgendwie weitergeht in der Gesetzgebung. Die haben jetzt sich auf die Fahne geschrieben, wir wollen unbedingt noch während unserer laufenden Ratspräsidentschaft, die ist immer für ein halbes Jahr, dass es da weitergeht, dass es die Blockade im Rat ausgehebelt wird. Dazu haben sie so scheinbare, so eine Art Kompromiss, nennen sie das, vorgelegt, indem sie sagen oder indem sie vorschlagen, so einen komischen risikobasierten Ansatz da irgendwie zu implementieren. Ich kann da jetzt nicht im Einzelnen das Ganze ausführen, was das bedeuten würde. Wer interessiert ist, genau hier wurde das geleakt. Dadurch kennen wir das Ganze auch auf Netzpolitik.org. Letzte Woche war das, glaube ich, in der letzten Woche. Es wurde jetzt schon relativ schnell darüber diskutiert. Genau, wie gesagt, es soll so ein risikobasierter Ansatz sein mit so vier Risikostufen, irgendwie eine vernachlässigtes Risiko, niedriges Risiko, ernsthaftes Risiko und hohes Risiko sind so die Kategorien auf Englisch das Ganze. Genau, und es soll bei hohem Risiko, also genau, die Dienste sollen dann je nach Kategorie und je nachdem, wie sie dann aussehen und so, sollen dann eingestuft werden und dann können halt diese Aufdeckungsanordnungen, die halt so der Kern der Chatkontrolle sind, dass nämlich dann Anbieter verpflichtet werden, sämtliche Nachrichten oder sämtliche Inhalte zu scannen und zu analysieren, verpflichtet werden. Bei hohem Risiko wäre dann der Standard, dass tatsächlich irgendwie sämtliche Nachrichten von allen Userinnen analysiert werden, bei niedrigerem Risiko, dann soll es dann gezielter sein und so. Das ist alles noch nicht so ganz ausbuchstabiert, wie das konkret aussehen soll, aber es ist auf jeden Fall, und sie schlagen was vor zur Ende-Verschlüsselung.
Ein Kernkritikpunkt, genau. Also wir haben das analysiert und festgestellt, es ist eben kein Kompromiss, da es halt die Kernprobleme der Chatkontrolle nicht angeht oder nicht irgendwie auflöst in irgendeiner Weise oder da irgendwie so eine Synthese oder sowas herstellt, sondern dass tatsächlich die Kernprobleme bleiben. Zunächst erstmal kurz nochmal zu dem großen Risikoansatz. Also ist auch vollkommen unklar, wie eigentlich denn das eingeschätzt werden soll. Zum Beispiel Messenger, der lokale Matrix-Client, was weiß ich was, oder auch irgendwie Signal oder sowas, die einfach keine Daten sammeln, können auch nicht einschätzen, wie hoch das Risiko ist. Also ne, die wissen, die haben keine Daten darüber, was irgendwie die Leute, also kein Zugriff auf die Inhalte, die haben sammeln auch keine Metadaten, analysieren die oder so. Die können quasi auch keine Risikoeinschätzung machen, was bedeuten würde, sie werden dann wahrscheinlich automatisch eingestuft als Hochrisiko, was bedeutet, eine Verpflichtung ist da, dass sämtliche Nachrichten analysiert werden sollen. Genau dazu, es wird jetzt irgendwie so getan, als ob es wahnsinnig wichtig wäre. Die USA legen vor, UK hat die Online Safety Bill irgendwie verabschiedet und dass jetzt unbedingt was getan werden müsste. Es gibt allerdings tatsächlich, es gab diverse Reports und so. Es wird immer behauptet, es ist so wahnsinnig dringend, aber tatsächlich eine Evidenz dafür, eine irgendwie empirische Evidenz, ist bis heute nicht vorgelegt worden. Genau, es wird einfach immer nur behauptet. Der ganz große, also ich kann da jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber, also lest es nach, tatsächlich wird da gesagt, ja, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung soll irgendwie geschützt werden. Es geht aber konkret bei dem, was sie vorschlagen, darum, dass die eigentliche Kommunikation nicht analysiert werden soll. Es ist aber klar, dass bei den Aufdeckungsanordnungen, also das Untergraben der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist genau vorgesehen. Also ne, Client-Side-Scanning ist Tür und Tor geöffnet. Und vor allen Dingen, gerade bei diesen Hochrisikosachen oder bei diesen, genau, bei den, und die werden da weiterhin als Standardaufdeckungsanordnung bezeichnet, wird tatsächlich weiterhin sollen sämtliche User eines Dienstes analysiert werden. Und das ist halt der Kern der Chatkontrolle. Der ist weiterhin auch in diesem angeblichen Kompromiss vorgesehen. Also der taugt nicht viel und ist eher so ein politisches Manöver. Genau, und wir fürchten so ein bisschen, dass einige Staaten jetzt wegbrechen werden und dem doch zustimmen, einfach weil sie keinen Bock mehr drauf haben. Genau, dazu kleine Anekdote, am Montag wurde darüber ein wenig diskutiert im Europäischen Rat und Deutschland, also es haben sich nur BefürworterInnen von einer relativ harten Chatkontrolle zu Wort gemeldet. Die Bundesregierung, die sich das so teilweise auf die Fahnen schreibt, dass sie da irgendwie Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation schützen will, hat sich nicht geäußert. Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall weiterhin massiven Druck machen, dass wir das verhindern. Wir müssen insbesondere auch gerade, weil es im Rat darum geht, also jetzt tatsächlich um einzelne Stimmen ankommt, nicht nur, dass Deutschland nicht zustimmt, sondern auch, dass Deutschland sich da politisch positioniert und andere Staaten dazu bringt, dem Ganzen nicht zuzustimmen. Und bei der Chatkontrolle 2.0 und 1.0, und wobei 1.0 ist ja gar nicht mehr, sondern ist jetzt 1.2 oder so in der Verlängerung, demnächst steht Europawahlen an. Und selbst wenn wir es hinbekommen sollten, dass wir die Chatkontrolle 2.0, wie sie jetzt vorgeschlagen wurde, noch verhindern, wird eine neue Innenkommission irgendwann kommen. Und es ist schon relativ klar, dass da auch dass da weitere Pläne gibt, dass die Kommission sich nicht zufrieden geben wird mit einer irgendwie abgespeckten Version von Chatkontrolle. Und da müssen wir sehr, sehr genau hinschauen und auf jeden Fall die Europawahl nutzen, da Druck zu machen, politisch Druck zu machen und die Chatkontrolle ein für alle Mal irgendwann in die Tonne zu kloppen. Das wird auf jeden Fall jetzt ein Marathon und uns die nächsten Jahre noch ein bisschen beschäftigen. Genau. Das Bündnis Chatkontrolle stoppen arbeitet weiter. Wir werden versuchen, gerade um die Europawahl das ganze Thema noch ein bisschen weiter in der Öffentlichkeit zu tragen und zu thematisieren, tatsächlich zum politischen Thema europaweit zu machen, mit IDRI auf europäischer Ebene. Mal schauen, ob uns das gelingt, da seid ihr natürlich auch alle zu aufgerufen. Wir werden auch übrigens im April ein netzpolitisches Matinee machen, so eine Art netzpolitischen Abend am Sonntagnachmittag, insbesondere für Leute, die vielleicht so nicht jeden Dienstagabend oder einmal im Monat dienstagsabends in so einem Hackerspace rumhängen können. Und da wird es insbesondere auch sehr, sehr viel um Chatkontrolle gehen, um Kinderschutz im Netz. Und es wird hochspannend werden. Und vielleicht so ein bisschen so ein Auftakt für so eine Kampagne gegen die Chatkontrolle im Juni.
also zur Europawahl. Genau, ich würde mich sehr freuen, ein paar von euch dort zu sehen und genau, verfolgt weiter, was wir da machen und wir können auf jeden Fall noch ein paar aktive Leute gebrauchen in der Kampagne. Vielen Dank. Genau, vielen Dank an alle Referentinnen. Genau, noch einmal in eigener Sache. Auch wir sind ein spendenbasierter Verein, deshalb am liebsten eine Fördermitgliedschaft, aber auch alle anderen Arten von Spenden sind uns herzlich willkommen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite oder genau. Wenn ihr andere Fragen, Anmerkungen, Kritik habt, dann schreibt uns auch gerne eine Mail an npa@digitalegesellschaft.de und genau, schnappt euch auch gerne einen Umfragebogen später. Und hoffentlich sehen wir uns alle wieder beim nächsten NPA am 2. April, wieder Dienstagabend hier auf der Seabase. Es wird um Plattformen gehen und deren Einflussnahme, die Einflussnahme von Big Tech und vielleicht auch mögliche Gegenstrategien. Oh ja, okay. Hier steht leider 16., aber die Matinee ist am 14. April, auf den Sonntag. Genau, hoffentlich sehen wir uns dort. Dann erstmal vielen lieben Dank. Wer noch auf ein Getränk bleiben will, gerne an der Bar. Ich glaube, die Referentinnen sind auch noch eine Weile da. Und dann bis zum nächsten Mal.